Moderne Flugzeuge sind sicher und schnell. Aber wenig elegant und sehr laut. Im Gegensatz zur Eule, die nahezu geräuschlos fliegen kann. Oder der Möwe, die scheinbar mühelos durch die Lüfte schwebt. Viele Geheimnisse des Vogelflugs sind bis heute nicht entschlüsselt. Doch jetzt könnte sich das ändern, denn diese Wissenschaftler wollen im Auftrag eines schwäbischen Herstellers von Automatisierungstechnik den ersten künstlichen Vogel bauen. In der Literatur ist bis jetzt gesagt worden, dass es überhaupt nicht möglich ist, die Vögel mit Knickflügel so zu bauen. Wir haben das trotzdem versucht und haben ein Team zusammengestellt, wo wir der Meinung sind, dass wir das zusammen schaffen werden. Als Vorbild nahmen sich die Forscher die Silbermöwe, eine äußerst elegante und nahezu perfekte Flugkünstlerin. Für die Entwickler ist von Anfang an klar, um überhaupt aus eigener Kraft fliegen zu können, muss ihr Vogel extrem leicht sein. Um das zu erreichen, entwickeln sie ein Gerüst aus Kohlefaser. Am Ende wird das Skelett des Kunstvogels aus 130 Teilen bestehen und gerade einmal 480 Gramm wiegen. Die größten Herausforderungen stehen jedoch noch bevor. So muss eine Kurbelmechanik entwickelt werden, die es dem künstlichen Vogel erlaubt, mit den Flügeln gleichzeitig Vortrieb und Auftrieb zu erzeugen, denn sonst wäre ans Fliegen nicht zu denken. Außerdem braucht es eine extrem leichte elektronische Antriebstechnik. Und vor allem eine intelligente Steuerungssoftware, die während des Fluges alle Luft- und Windbewegungen analysiert und das Flugverhalten den Bedingungen permanent anpasst. Nach 2 Jahren Entwicklungszeit kommt der große Moment. Der Vogel, den die Forscher Smartbird taufen, soll erstmals eigenständig fliegen. Doch dann der Schock. Schon nach wenigen Metern stürzt der Kunstvogel ab. Immer wieder. Die Forscher sind zunächst ratlos und frustriert. Doch eines ist klar, so schnell wollen sie nicht aufgeben. 600 Kilometer entfernt im brandenburgischen Cottbus versucht man ebenfalls, einem Geheimnis des Vogelflugs auf die Spur zu kommen, dem nahezu lautlosen Flug der Eule. Gelänge es, das Geheimnis zu lüften, könnten vielleicht leisere Tragflächen entwickelt werden, was vor allem beim Landeanflug für deutlich weniger Lärm sorgen würde. Nach intensiver Analyse des Eulenflügels haben die Cottbuser Akustikexperten eine Hypothese. Wir haben festgestellt, dass diese Eulenflügel eine besondere Luftdurchlässigkeit haben. Stärker, als das bei anderen Vögeln der Fall ist. Und unsere Hypothese war am Anfang, dass das ein wesentlicher Grund ist für diesen leisen Flug, dass es diesen Vögeln gelingt, eben fast lautlos zu fliegen. Also entwickeln Enes Saradi und sein Team ein Flügelmodell, das porös, aber gleichzeitig auch sehr stabil ist. Doch ist solch ein durchlässiger Flügel wirklich leiser als ein normaler? Um das herauszufinden, stecken sie ihr Modell in diesen speziellen Windkanal. Hier wird es einer Luftströmung von 200 Kilometern pro Stunde ausgesetzt. Spezielle, an der Decke des Kanals angebrachte Hochleistungsmikrofone ermitteln jedes kleine Geräusch, das der Flügel entwickelt. Die ersten Messungen sind entmutigend. Die Geräuschsenkung gegenüber einer normalen Tragfläche ist nur minimal. Doch die Aeroakustiker geben nicht auf und entwickeln immer neue Materialien mit unterschiedlicher Durchlässigkeit. Ihr Engagement wird schließlich belohnt. Ihr bislang bester Flüsterflügel zeigt nun durchaus beachtliche Geräuschergebnisse. Ja, wir haben in unseren Untersuchungen feststellen können, dass wir da eine Maximaldifferenz von etwa 10 Dezibel hatten. Das entspricht etwa der halben wahrgenommenen Lautstärke. Wir können also sagen, es ist etwa halb so laut. Ein großer Erfolg. Aber bis zur leiseren Tragfläche ist es noch ein weiter Weg. Und der Smartbird? Nach dem ersten Schock versuchen es die schwäbischen Vogelbauer mit einer kleinen, aber womöglich entscheidenden Veränderung. Sie befestigen am Smartbird ein zusätzliches Seitenruder. Ist das die Lösung? Tatsächlich. Der Smartbird hebt nicht nur ab, sondern bleibt auch in der Luft. Eine Sensation. Was der Mensch bislang als unmöglich ansah, haben die Esslinger Forscher geschafft.
Die naturgetreue Nachahmung des Vogelflugs. Ein Podcast von das Erste.de.